Wunderbar. Auf jeden Fall ausradieren. Das muss sein. Alter, haben wir viele drum eingebüßt. Sehr schön. Kirche. Verwaltung. Reparieren. Perfekt. Automatische Verwaltung. Hier ist gar kein General mehr drin jetzt. Sind beide gleich, Junge. Du bist aber loyaler. Du gehst mal nach Tiflis und lädst dich mal auf, bitte. Dankeschön. Wunderbar. So, Trabesund. Laden wir nochmal komplett auf. Dann auch runter. Wobei, das, ja, wobei, nein, wir laden auf. Wir sind mal da. Ordentlich. Ein paar Diplomaten am Ochsen, wie wär's? Oh, wunderbar, dankeschön. Na, so langsam, ne? Die Türken haben auch hier Mosul jetzt auf. Haben die auch eine größere Garnison aufgestellt. Na gut, ne? Ist ja klar. Genau, da sind wir schon mal dabei gewesen. Und der hatte Elefantos, ne? Laut dem Spiel ist das eigentlich eine sichere Sache. 3 zu 1. Wir riskieren es mal wieder. 390 Mann verloren. Wunderbar. Hatte ich auch hier gehört uns. So, Kirche. Verwaltung. Sehr schön. Ich sage euch so, wie es ist eigentlich. Ja, rauf. Direkt auf Damaskus rauf, damit sie sich da nicht wieder voll auffüllen. Da pushen wir jetzt direkt durch. So, ihr seid auch schon auch auf dem Weg. Ah, du bist der Letzte dieser Dreierarmee hier. Alles klar. Okay. 32.000 haben wir auch. Guck mal, jetzt gerade eben gar kein Geld auf dem Konto gehabt. Jetzt ist wieder alles am Start. Das hat er geschafft. Sehr schön. Nee, geh mal weg da bitte. Mach mal nicht. Ja. Alter, was kommt denn da bitte jetzt alles? Oh, nö. Ich hab's auch noch gesagt. Ich hab's gesagt, dass ich's absichern sollte. Wir machen mal hier eine Armee fertig. Selber schuld, selber schuld. Was soll ich sagen? Du bist nächste Runde dran. Du bist schon gelaufen. Ah. Oh. Auf jeden Fall hier auch schon mal die Karacken jetzt langsam fertig. Ja, doch, die können wir schon langsam fertig machen. Warum nicht? Sind wir mal so voreilig. Weißt du was? In Palermo stellen wir auch nochmal ein bisschen was her. Und die schiffen wir dann hier runter mit einem Schiff. Das geht ja relativ schnell eigentlich. In einer Runde. Geht dann auch mit einem billigen Schiff. Da würde ich sagen, nächste Runde. Ja, sollen sie den Hafen belagern? Stört mich nicht. Wunderbar. Damit ist Granada ziemlich voll mit Truppen. Aber wie gesagt, die sind ja auch da für einen bestimmten Grund. Verräter unserem Volk. Ja, leck mich am Arsch. Das ist ja ewig nicht passiert. Der war doch loyal genug, dachte ich. Dieser Arsch. Alter, unsere riesige Armee, die wir für Marrakesch fertig gemacht haben, ist uns gerade einfach... hat uns verraten. Ja, willst du ja Sapalot nochmal, ey. Da komme ich ja gerade gar nicht drauf klar. Gut, dann stelle ich jetzt in Granada noch 3 Truppen her, 3 Reiter und dann ab runter. Da haue ich direkt in der nächsten Meer mit runter, ey. Was soll das denn? Schämen sie sich. Aber mal ganz gewaltig. Heilige Scheiße. Das ist frech. Ja, mein Herr. Setzen den Kurs, mein Herr. So. Okay, die haben Tripolis tatsächlich abgelassen. Das wundert mich. Sage ich aber nicht nein. Stellen wir direkt was her. Ich habe noch genug Zeit. Vielleicht lassen sie ein paar Runden mal Ruhe. Tripolis muss auf jeden Fall auch... Tripolis, sage ich. Tunis muss auch herstellen, weil ich nicht weiß, was da demnächst kommt. Da jemand hochgelaufen kommt oder so, habe ich nicht so Lust drauf. Wenn ich mal honest bin. Genau. Damaskus dürfen wir nächste Runde auch direkt einnehmen können. Wobei hier sind 30er Pferdearmee drin. Da müssen wir aufpassen. Hier können wir gerade nichts herstellen. Das ist doof. Easy. Der hat da keine Elefanten drin gehabt, das war klar, dass wir das haben. Sehr schön, ist erstmal Ruhe. Und du, mein Freund, gehst direkt mal Akron durch. So, hier wird weiter fortgebildet. Sehr schön, sehr schön. Hier ebenfalls. Was ist mit dir, Kollege? Okay, auch wird auch vorgebildet. Du kannst jetzt mal weg. Eh nur leichte Kavallerie. Ach, die können wir schon herstellen, ja. Machen wir doch auch direkt. Ist ja wohl klar. Und ihr seid auch nicht so eine Pferde, kann nicht sein.
Ich kann euch hier nicht aufladen, ne? Na jetzt. Und dreimal Reiter hätte ich tatsächlich gerne noch. Komm von hier oben sonst erstmal. Ja. Bitteschön, darum können wir nämlich jetzt bessere Reiter herstellen, dann machen wir das auch. So. Die nächste Runde ist dieser Armee fertig wieder und dann kann der da mal endlich rein. Okay. Ja, die Timuriden haben gerade sehr, sehr viele Armeen auf dem Wasser, deswegen hatten wir auch gerade Probleme am Wasser kurz. Das machen wir safe immer noch nicht. Wie sieht's mal mit Oslo aus? Dann zwei Runden bis zur Kapitulation, das machen wir sicher. Und hier müssen wir noch sehr lange warten. 5 Runden nur. Geht schon. Zack. Gut, davon war auszugehen. Da hätte mich auch gewundert, hätte die noch eine Runde gewartet. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt herkommen, Alter. So, 2 Generäle, 2 Gute haben wir in Konstantinopel bekommen. Theoretisch. Ich schicke euch erstmal die Front, weil was soll ich mit euch sonst machen? Auf jeden Fall. Ja, da kommt mir schon ein bisschen was entgegen. Jetzt warte mal. Bam. Die können wir nächste Runde tatsächlich kurz mal runterschicken, um dann den Mongolen entgegenzukommen. Wir haben derzeit keinen General drin, aber wir müssen das nehmen, was wir kriegen können gerade. Und du. Zack. Da kenne ich jetzt gar nichts. Erstmal auf Bogenschützen. Und Speerkämpfer. Beste Verteidigung. Erstmal. So, nächste Runde da oben. Kapitulation. Wahrscheinlich werden sie trotzdem rauskommen. Hier warten wir nochmal 2 Runden. Du kannst auf jeden Fall weg. Dann seid ihr jetzt auch fertig, oder? Nein, nicht ganz. Theoretisch habe ich nochmal 2 Schwertkämpfer, die ich hier nicht fortbilden kann in dieser Stadt. Unfortunate. So, du bist fertig, runter. Wenn ich die hier nicht fortbilden kann, dann mache ich das halt hier oben kurz. Unten bauen wir, glaube ich, auch schon genau die Kaserne, dann geht das auch. Können wir die hier auch hier fortbilden, die Infanteristen dann. Sehr schön. Eine Truppe hat überlebt, auch interessant. Vielleicht haben wir ein paar mehr wieder. So, du brauchst auf jeden Fall, das sehe ich sofort, Kavallerie. Und 2 werden nicht reichen. Dann kommen die Angeschlagenen mal weg hier. Ach komm, scheiß auf dich, ey. So, dann haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Zack. Machen wir das so. So, und du gehst nach Arcon, wie bereits abgesprochen. Du belagerst Jerusalem, Alter. Warum nicht? Und wenn dann noch eine Armee hier fertig ist, die kommt dann nach Jerusalem mit. Holen wir uns den dicken Typen hier, die große Stadt da. Ach komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin zu gierig, ich weiß, aber es sieht halt immer so... Ah, da waren die 30 Elefanten, ne? Ja, wir reden nicht drüber. Das war... Ich habe irgendwie die 30 Elefanten vergessen. Ich hatte das irgendwie noch vom Außenposten der Timuriden irgendwie im Kopf und dachte so, hö, die war ja nichts drin. Nichts Krasses. Ja, vergiss es. Dann gehst du wohl nochmal auf Damaskus nochmal. Was soll das? Aleppo hatte auch Elefanten. I don't know, wie viele es waren. 21, das ist noch eine gute Armee. Warten wir dann. 2 Runden noch. Oh, hier ballert. Oha! Wo kommst du denn her? Einige Janitschare. Ja, dann nehmen wir den dann dafür. Ist ja wohl klar. Ja. Machen wir folgendermaßen. Ganz abgebrüht. Zack. Die Armee, die da drin ist, reicht dann, denke ich. So, und das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine gute Truppe. Und was anderes kriegst du dann in Caesarea. So wird es gemacht. So, Smyrna. Können wir jetzt nicht die krassesten Soldaten herstellen? Das ist jetzt auch nur so halb wichtig. Die bekommst du. Machen wir es. Wir haben ja noch wahnsinnig viel Geld, ne? Das kenne ich gar nicht, ey. Was? Ah, fuck. Schiff hat tatsächlich überlebt. Und Arcon. Die Leute kommen raus. Das sprich, wenn wir diese Schlacht gewinnen, haben wir diese Zitadelle direkt, ohne dass wir rein müssen. Das überrennen wir mit Kavallerie. Das können wir auch mit Kavallerie und Speertränen überrennen. Das hier wird nervig, aber auch kann machbar sein. Sind gute Einheiten. Das dürfen wir trotzdem bei all dem nicht vergessen, ne? Dass jetzt hier die Timuriden uns die ganze
aufgehalten haben und sowas, dass die Mongolen natürlich aber auch nicht schlecht sind. Die haben gute Truppen, die haben gute Kavallerie. Ne? Darf man nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir mit denen ewig nichts zu schaffen hatten. So, wir machen bei den Lanzenknechten noch erstmal ihre Fähigkeit aus, damit sie rennen können. Und da kenne ich nur eins. Zack. One. Ne, ist ja die 2. 3. Und die 1. Wunderbar. Ja. Und wie ich schon sagte, reicht. Das ist die größere Armee. Dafür werden wir uns schon mal für aufstellen. Nö, ist ja klar. Und auch schnell aufstellen, bitte. Und hier pushen wir jetzt sofort dran. Zack. Eine Chance. Wir können noch mal ein paar abkapseln. Und auf die hintere Armee gehen. Da fliehen auch schon die ersten. Geben es auch eine bessere Moral als die ganzen westlichen Fraktionen. Aber gut, wenn da sowas auf die zugelaufen kommt, machst du trotzdem nichts. Wir haben ja die ganze Armee schon fast ausgelöscht. Durch einfach nur einen Ansturm. Und damit sind die weg. Na gut, wir haben auch, sag ich mal, nicht untertrieben. Wir haben auch schon gut reingehauen da. Und Hauptmann ist weg. Sehr schön. Da sind sie. Da sind ein paar Berittene. Wir werden mal jetzt schon mal von der Seite reinpreschen. Weil hinten ist die Grenze, da können sie dann vielleicht nicht entfliehen ordentlich. Du gehst mal aber ganz schnell hier hin. Eins kommt hinterher. Pläne sind am Start. So, 4. Stellt sich langsam auf. Während wir dem so versuchen, den Weg so ein bisschen abzuschneiden. That is the plan. Und ihr genau in die Mitte mit drauf. So. Die 3. Das war gar nicht so geplant. Ich weiß gar nicht, wo du gerade hingehst, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir kennen es ja mittlerweile, dass die auch mal ihr eigenes Ding durchziehen gerne. Was ein bisschen ärgerlich ist daran. Was soll's. So. Aber auch die Khan-Garde. Mit den Generälen kommen wir auf jeden Fall näher. So, die, denke ich, kommen ja auch gut zurecht mit den berittenen Fernkämpfern. Auf da. Ja, wir brechen hier gut durch. Das passt. Das passt. Du rennst durch. Na ja, komm. Drauf auf die Schießstände hier. Zack, zack. Sehr gut. So, der Khan-Guard ist immer noch der General drin. Nevermind, er war da drin. Sehr schön. Wichtig. Somit dürfte das jetzt relativ schnell hier gehen. Weniger Verlust heißt es auch noch auf der anderen Seite für uns. So, rauf da. Damit wir das hier unten jetzt schnell beenden können. Ja. Du bist Geschichte, sehr schön. Mit anderen Worten, rauf einfach. Ja, jetzt müsste ich denn wirklich hinterherlaufen erstmal, ne? Bis ich die einmal kurz erwische und die dadurch fliehen. Das ist so nervig. Manchmal kann das wirklich noch einige Minuten dann dauern. Ja, währenddessen schießen die ab und zu noch ein bisschen. Das soll mir recht sein, aber dann können sie echt keinen großen Schaden mehr anrichten. So, ab, so jetzt hier abschneiden. Sehr schön, damit haben wir sie. 337 Mann verloren, das ist vollkommen in Ordnung. Dafür kriegen wir eine Zitadelle. Sonst hätten wir die mit viel, viel mehr Verlusten nehmen müssen. So, Stockholm kommt raus und da sie rauskommen, können wir die auch automatisch machen, die Schlacht. Da war auch auf einem Schlachtfeld kämpfen. Ich hoffe doch mal, dass wir das machen können. Was hat das Spiel? Das dürfte kein Problem sein. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Pferdezuchtgilde, warum nicht? Nehmen wir gut mit. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Ketzern. Mach mal nicht. Machen wir mal weg da. So, Cordoba ist ein bisschen sauer. Gut, die haben auch noch kaum Truppen. Das bauen wir auch nochmal. Das bauen wir auch alles nochmal. Dann dürfte da eh Ruhe sein. Granada, du bist am Herstellen. Das ist dann doch kein Problem mehr, denke ich. Guck mal, da ist unsere Gegner, da ist unsere Armee, die uns betrogen hat.
Ja, ich, ganz ehrlich, allein schon wegen dem Spruch und dafür, dass er aus unserer Armee immer bestand, möchte ich ihn gerne angreifen, auch wenn es nur ein Rebell ist. Man sagt, ihr habt Angst, mich anzugreifen. Ah, ich weiß, das sagt jeder Gegner eigentlich. Oder auch jeder Rebelle. Aber wir wissen, dass das einer unserer Männer mal gewesen ist. Und ich würde ihn schon gerne angreifen, einfach nur um ihm zu zeigen, Alter, fuck you, Alter, ja. Und ich glaube, das machen wir dann auch nächste Runde. Ja, du kommst hier nicht ungestraft davon, Alter, wenn du dich einfach hier gegen mich stellst. Sagen wir so, wie das ist. So, runter mit dir. Könnt auch zu Verräter werden, aber das ist mir. Wir haben so viel Geld und so viele finanzielle Mittel. Das stört mich dann tatsächlich nicht so doll. So, hier war noch. Hier war nichts mehr an Truppen drin, ne? Weißt du, dann kannst du auch weg. So, lass dich noch ein bisschen belagern. Der kommt runter und hilft. Stimmt, du warst noch da. Zack. Na gut, Gott segne dich auch. Die nehmen wir nochmal mit für Belagerungsgeräte. Und nächste Runde können wir da auch belagern. Und jetzt auch diesmal von dieser Seite schon. Ja, das mögen die Mongolen wahrscheinlich nicht so gerne gerade sehen. Mir schmeckt es dadurch umso mehr. So, aufladen. Dann einmal hier die Religion ordentlich verbreiten, wie sich das gehört. Und du gehst nach Jerusalem durch. Und du wieder nach Damaskus. Na, weißt du, du gehst nach Damaskus jetzt. Wir belagern dann einfach so lange, bis es da nicht mehr geht. Dafür möchte ich meine volle Armee jetzt nicht verschwenden. Du gehst mit nach Jerusalem. Machen wir das mal so. Bauen wir da ordentlich. Geld ist ja kein Problem. Ne, gehandelt wird hier bitte nicht. Oh, danke. Hätte ich nicht gedacht, dass er das schafft. Ah. Sehr schön. Gehandelt wird hier nicht. So, die türkische Armee hat sich da erstmal hingestellt. Ja, kann man machen. Ach, fuck, du solltest nach Caesarea, ne? Ah. Da komme ich tatsächlich hier rüber. Da war was. Trotzdem ist ja noch eine türkische Armee, dann das heißt, wir werden hier nochmal ein bisschen was herstellen. Damit die dann nicht so ein leichtes Spiel haben. Hallo? So. Zack. Schlag das Lager auf, Männer. Reicht. Wobei ich erhofft hatte. Na, du kannst auf jeden Fall nur mitkommen. Ich hatte erhofft, dass ich hier nochmal ein paar Truppen, ein paar Söldner kaufen kann, aber das kann ich vielleicht dann hier. Kriegen wir schon hin. So, damit haben wir auch hier oben die Truppen jetzt rausgeholt und schieben die nach unten. Sehr schön. So, das war kein Witz, du sollst da wieder runter und die eine neue Armee einmal anlachen, bitte. Ihr seid immer noch fleißig am Fortbilden. Nee, du bist am Herstellen. Stimmt. Du brauchst ja neue Truppen. Warum kann ich das hier alles nicht, weil mir die Gebäude dafür fehlen, ne? Na gut, machen wir fix. Nee, es sind 88, es ist nicht mehr viel Männer, aber es sind halt nur 16 Elefanten und bei meinem Glück verkacke ich das. You know. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Ach, scheiß auf you, Alter. Der geht nach Marrakesch. Ich gehe nach unten jetzt hier. Der Weg ist sowieso hier nach unten schon viel zu lang. Also die Jüngsten sind sie auch nicht mehr. Hier geht runter. Der wird nach Marrakesch wahrscheinlich gehen. Ist okay für uns. Da werden wir auch was für haben gleich. Hier stellen wir weiter her. Ah, nee, wir bauen da gleich lieber dann Militärakademien und so. Okay. Stockholm ist sicher. Stockholm sind zu viele Truppen drin. Dann sage ich so, wie es ist. Das braucht Stockholm nicht. Unterhalt ist teuer. Zwar verdienen wir mittlerweile sehr gut im Plus, aber ich sage mal so, unnötige Kosten müssen da jetzt auch nicht entstehen. Sehr schön. Und mittlerweile sieht doch die Weltkarte ganz wunderbar lila aus. Das gefällt mir. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die nächste Runde hier. Und sie greifen Tripolis an. Gut, dass sie das machen, wundert mich nicht. Wenn die das hier halt... Gut, die können sie eigentlich nicht sehen, aber naja. Sie greifen mit einem Katapult an, aber es ist eine Zitadelle, die wir verteidigen. Nicht... Ja. Könnte schwierig werden, tatsächlich. Dann machen wir jetzt ja noch zum folgenden Ende auf jeden Fall noch diese Verteidigungsschlacht. Weil, ist klar. Könnte spannend werden, auf jeden Fall. Normalerweise ist Verteidigen ja eigentlich recht gut machbar. Wir haben auch ein paar mehr Truppen, so ist es nicht. Aber wir haben auch berittene Bogenschützen und das ist Schmutz hier. Wollen wir so sagen, Alter, scheiß drauf. Ah, wir haben Kanonentürme, wa? Eigentlich dürfte das kein Problem sein. Also jetzt mal ohne Spaß. Warte mal. Mich stört, dass mein General in dieser großen Armee von Pferden drin ist. Warum nicht hier bei den Bogenschützen, ha? Das ist ja ärgerlich.
Na? Na? Willst du dich nicht... Dankeschön, für mich aufstellen. Ja, Schrägen können sowieso nicht kaputt machen. Das heißt, euch stelle ich jetzt erstmal da hin. Ihr könnt euch jetzt nur immer noch bewegen. Weil... Ihr kommt in die Mitte als Unterstützung dann gleich. Ach komm schon. Als ob... Ich wollte gerade sagen. Unterstützung seid ihr auch nochmal. Ihr seid eigentlich Schmutz. Euch stelle ich als Nahkampf jetzt hier hin. Auch hier ballert. Aber ich sag mal, so wie es ist. Durch unsere Kanonentürme dürfte das eigentlich, glaube ich, sowieso ein leichtes Spiel werden, habe ich das Gefühl. Warte, pass mal auf gleich. Können die schon schießen? Ja, ne? Können sie noch nicht? Mein Katapult kommt näher. Eigentlich? Ach du heilige Scheiße. Da kommt's ja richtig rausgeknallt. Die haben Tripol ist so krass ausgebaut, dass die da selber Schwierigkeiten haben, jetzt ranzukommen. Alter. Erzähl mir nicht. Ja, keine Katapulte mehr, würde ich sagen, ne? Keine Löcherchen. Alter, ist das krass. Na komm, der könnte... Komm, dann lass sie wenigstens das Tor aufmachen. Ne, also, ja, scheiße. Da war ja was. Hoch da. Ja, Bogenschützen kriegt ihr ja wohl weg da. Ja. Kommen sie tatsächlich ran. 80% Schaden. Glück gehabt. Aber wir können die ganze Zeit hier weiter knallen. Ja, ich weiß nicht, ob das so schlechte Kunde ist. Die sind so am Sack, die Idioten. Alter, sind die am Sack. Ich hätte den auch sonst... Hätten die ihren Rambock jetzt verloren, hätte ich auch die Tür das Tor aufgemacht für die. Aber die Kanonentürme, alle, die radieren. Ja, das ist ja noch ein bisschen zu einfach. Ich dachte, das wird eine spannende Schlacht hier. Ja, wir fliehen direkt. Kurzer Feindkontakt. Meinetwegen können... Ja, wir können auch gerne stehen bleiben. Die Kanonentürme lösen es eigentlich ja auch. Ja, aber sie so richtig besetzt hat, mag ich jetzt auch zu bezweifeln. Ist das eklig. Und was das da werden soll, weiß ich jetzt auch nicht. Ich muss gar nichts machen eigentlich. Ich musste sie einfach nur hinstellen, das war's eigentlich. Ja, kommen sie jetzt nochmal rein, fliehen sie wieder. So, dann schießen sie halt nicht mit den Feuerdingern, wenn sie nicht auf Belagerungsgeräte schießen. Aber sonst, guck mal, was dann... Auch in welchem Zeitabstand. Der kommt voll schnell... Gut, wir haben auch auf mal 6. Aber Alter, was das für eine Verwüstung hier anrichtet. Ja, die kommen kurz rein und dann war's das, ne? Ja, ne? Und bei euch so? Alles klar? Ja, schießt meinetwegen nochmal. Also ich glaube, den Türmen kann ich nicht direkt sagen, worauf sie schießen sollen, ne? Leider nicht. Ich frage mich, wir bleiben mal hier bei den Kollegen hier unten. Ich frage mich, wann hier die Kanone einschlagen. Na? Wir sind auch irgendwie weiter aus dem Tor rausgekommen. Das war eigentlich gar nicht mein Befehl. Sind wir weiter rausgedrängt worden, so scheint mir. Ich kann auch gerne weiter mehr zusammenschließen hier. So. Wo waren wir denn? Was da kommt, ist die... Alter. Alter Falter. Ne? Trefferquote ist gerade nicht sehr hoch. Aber wenn wir treffen, dann haut's rein. Da. Er fliehen natürlich auch instant, Alter. Du willst auch nicht kämpfen, Alter. Wenn neben dir deine Kollegen in die Luft fliegen. Dass das die Moral jetzt nicht hochhält, ist klar. Wobei ich muss sagen, die halten echt gut durch. Ach komm, wir beenden das mal hier. Randale. Weil ich mich jetzt auch ganz ekligerweise selber knallen könnte. Aber egal. No risk, no fun, habe ich mal gehört. So, das ist die letzte Armee. Dann hat man Verlust. Entspannt, Udanto. Sehr schön. Damit haben wir Tripolis verteidigt. Wird nochmal belagert. Soll mir recht sein. Schaffen wir, denke ich, auch nochmal mit diesen Türmen da. Flotte ist jetzt mittlerweile tatsächlich egal, auch wenn wir nochmal gewonnen haben.
Leute. Das soll mit dieser Folge erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge machen wir dann diese Runde auf jeden Fall nochmal fertig. Wir haben auch in dieser Session sehr, sehr viel geschafft. Aber ich sag mal so, wie es ist. In einer großen Kampagne gibt es immer diesen einen Punkt. Ab da läuft es dann einfach. Ja, dann verlierst du ein paar Schlachten wie hier, wie in Aleppo vorhin mit der großen Armee. Ja, aber overall ist es eigentlich jetzt nur noch jetzt hier die Reste wegmachen. So, dann warten wir natürlich auch noch auf das große Finale, wo wir dann nach Westen segeln mit unserer ganzen Armee. Das wird auf jeden Fall noch geil. Dass sie dann, also werde ich alles, würde ich 1000 Schiffe rüberschicken mit vollen Armeen und dann werden wir da was richtig einfallen, wie sich das gehört. Genau. Leute, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von MediWizard 2 Total War wieder. Habt ihr mal einen wunderschönen Tag und haut rein.